Von den Kindestagen ist die Berufsentscheidung gefallen. Mein Vater hat schon vor 60 Jahren eine Mühle geleitet und da war ich natürlich als kleines Kind schon immer mit dabei und habe eigentlich da schon sehr viel mitgelernt und mitgehen dürfen. Und somit hat sich dann nach dem Studium und nach ein paar anderen Jobs die Entscheidung relativ einfach dargestellt, dass ich da daheim den Betrieb übernehme. Es ist sicher eines der unter Anführungszeichen ältesten Gewerbe, die es gibt, weil Brot war immer schon Grundnahrungsmittel, auch über alle Zeiten hinweg. Vor ungefähr 100 Jahren hat es einen großen maschinellen Schub gegeben. Da hat es neue Vermahlungstechniken gegeben. Früher wurde das Mehl auf Mühlsteinen vermahlen. Und damals ist dann ein neues System erfunden worden. Und dieses Verfahren hat bis heute noch Gültigkeit. Natürlich werden die Maschinen größer, schneller, vom Design her interessanter. Aber vom Prinzip her und von den Wirkungsweisen her arbeiten wir beinahe wie vor 100 Jahren. Mir geht das Herz auf, wenn ich frisches Mehl rieche. Und ich habe das Talent, das habe ich natürlich von klein auf irgendwie mir angeeignet, unfreiwillig. Ich kann Mehl riechen und kann sagen, das passt oder das passt nicht. Als Eigenschaften braucht man für diesen Beruf die Liebe zum Detail, viel technisches Verständnis, weil es doch eine komplexe technische Anlage geworden ist und gute Mitarbeiter. Das Berufsbild selber hat sich nicht sehr stark verändert. Allerdings hat sich der Markt sehr stark verändert und da liegen die großen Herausforderungen für unser Unternehmen. Das Letzte, was ich am Abend mache, ist, ich checke noch meine E-Mails und gehe noch einmal rund ums Haus, ob alles in Ordnung ist, schaue, ob unser Kraftwerk noch optimal funktioniert und dann ist Tagesende.